Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sprechen heute gemeinsam über den Short Guide für den Schwertkämpfer, um euch einfach mal einen Überblick zu geben, was ihr denn nun wirklich braucht, um den perfekten Schwertkämpfer zu spielen. Falls ihr die anderen beiden Short Guides schon gesehen habt, dann kennt ihr sicherlich auch meine tolle Tafel hier, die uns an unsere Schulzeit erinnert. Falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, dann ist es auf jeden Fall neu. Wir gehen jetzt nach und nach auf jedes einzelne Icon hier und besprechen wirklich, was ihr denn wo benötigt. Das Ganze ist wirklich kurz gefasst und in dem Sinne auch deswegen nur ein Short Guide, um euch die Möglichkeit zu geben, das Ganze mal zu screenshotten und dafür zu nutzen, euer Bild einfach umbauen zu können, ohne großes Herumgerede. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit den Fähigkeiten, wo wir direkt sehen, dass sich gar nicht so viel unterscheidet zu unserem ersten wirklichen Schwertkämpfer-Guide, aber trotzdem habt ihr hier nochmal die Übersicht. Heißt, wir spielen hier im absoluten Endgame wirklich den Klonangriff, hundertfaches Hacken, die Rauchbombe, dann unsere stachelige Wassermelone und an der Stelle eben noch den Blitzangriff. Bedenkt aber bitte, dass diese Shortguides wirklich nur taugen, wenn ihr wirklich schon das absolute Endgame erreicht habt und nicht, wenn ihr euch gerade in Level 60, 70 oder 100 befindet. Wir reden hier wirklich von Level 120, 130, 140 plus. Und quasi wirklich davon, wenn wir schon so gut wie alles freigeschalten haben. Als nächstes sprechen wir direkt mal über die dazugehörigen Pets. Hier sehen wir direkt, dass der Konterhund auf jeden Fall immer noch Teil des Schwertkämpferbilds ist und wahrscheinlich auch immer sein wird. Es ist und bleibt einfach das Main-Pet. An nächster Stelle haben wir eben die Aubergine, die Zahnpasta, den Schatzdrachen und die Schildkröte. Das haben mir mehrere Schwertkämpfer bestätigt, die jetzt wirklich aktuell auch schon Level 140 plus sind und schon seit Anfang an zu Beginn des Spiels Schwertkämpfer spielen. Deswegen kann ich das wirklich mit gutem Gewissen hier weiterempfehlen und empfehle euch, das auf jeden Fall zumindest mal auszuprobieren. Ich meine, ändern kann man es ja immer noch und ihr müsst deswegen ja nicht irgendwas verkaufen oder einfach in die Tonne werfen. Als nächstes kommen wir hier zur Pilzstatue, wo eigentlich 5-mal Konterschaden stehen sollte. Aber tatsächlich habe ich gemerkt, dass das Ganze gar nicht so relevant ist beim Schwertkämpfer und deswegen empfehle ich euch persönlich hier 3-mal Konter zu spielen, 1-mal Verteidigung und 1-mal Gesamtangriff. Aber das Ganze richtet sich eher auf einen Tanky-Schwertkämpfer. Für diejenigen, die das Ganze wirklich auf High Performance spielen möchten, empfehle ich nach wie vor 5-mal Konterschaden zu nutzen. Als Reittier haben wir hier wirklich nur die einzig wahre Meta und das ist tatsächlich eins der neueren Reittiere, nämlich der bunte Schleim. Das Ganze ist wirklich unübertreffbar im Vergleich zu den anderen Reittieren und sollte auf jeden Fall als erste Priorität gespielt werden. Natürlich gibt es auch Reittiere wie den grünen Büffel oder den weißen Tiger oder sogar auch die schwebende Wolke, die gar nicht so schlecht sind für den Schwertkämpfer. Aber ich empfehle euch wirklich unbedingt diesen Schleim irgendwo ranzubekommen, denn er ist Free-to-Play auf jeden Fall möglich. Und selbst wenn ihr payt, habt ihr ihn sogar noch schneller als Free-to-Play-Spieler. Das heißt, ihr könnt ihn gar nicht bekommen. Wenn wir uns dann direkt mal das Artefakt anschauen, dann sehen wir hier an der Stelle auch ein etwas neueres Artefakt. Nämlich diese brennende AK, die erst vor kurzem rausgekommen ist. Das ist wirklich eine gute Meta als Schwertkämpfer, aber kein Muss. Heißt also, ihr könnt auch das neue Entenartefakt spielen oder auch tatsächlich das ganz neue Sommerspaß-Artefakt. Das sind alles drei Artefakte, die die ganzen alten Artefakte übertreffen und sogar die Bonbon Gatling Gun kann hier nicht mehr mithalten. Deswegen meine persönliche Empfehlung mit der ersten Priorität, wirklich diese AK irgendwie ranzubekommen auf Biegen und Brechen. Spart eure Silbermünzen, hebt alles auf und holt euch das Ding, um am Ende wirklich zu sagen, es hat sich gelohnt, lange zu warten und dann ganz oben mitspielen zu können. Die Artefaktverzauberungen wären an der Stelle viel zu lange, um euch das Ganze mal zu zeigen. Deswegen würde ich sagen, blende ich euch an der Stelle einfach mal ein Thumbnail ein von dem Video, wo ihr das Ganze findet und verlinke euch das Ganze auch nochmal in der Infobox. Denn ich habe natürlich auch noch einen viel ausführlicheren Guide zum Thema Schwertkämpfer erstellt. Und an der Stelle würde ich euch einfach empfehlen, dem großen Guide nachzuschauen, wenn euch das Thema Artefaktverzauberung ein bisschen näher interessiert. Für diejenigen, die das Ganze kurz und knapp wollen, hier an der Stelle nur den Tipp. Achtet darauf, dass die obere rechte Rune, ja, also Rune 4, auf Slot 4 ist das sozusagen, das Attribut Konter beinhaltet. Denn das ist wichtig und gibt euch nochmal einen Boost von über 3-stelligen Prozentsatz an extra Konterschaden. Und wir machen direkt weiter hier mit den Rückenaccessoire. Und auch hier sehen wir wieder ein relativ neues Accessoire, denn hier handelt es sich um diesen Entenregenschirm. Also ihr merkt schon selbst, der Schwertkämpfer ist mittlerweile eine der stärksten Klassen geworden. Und er hat aber eben auch viele neue Items bekommen, was ihm eben zur stärksten Klasse macht. An der Stelle empfehle ich tatsächlich auch gar kein anderes Rückenaccessoire, weil dieser Entenregenschirm wirklich oberste Spitze ist. Wenn ihr aber trotzdem sagt, ihr habt ihn leider nicht, habt ihn irgendwie verpasst oder habt halt eben nur andere, dann kann ich euch als Ausweichvariante zumindest das Pepe-Rückenaccessoire empfehlen. Und wenn ihr auch das nicht habt, den Fallschirm. Wir machen weiter mit unserem Unterricht und gehen direkt mal zu den Relikten.
Und hier ist es ganz wichtig, dass wir an der Stelle wirklich die Crit-Maske spielen, denn meistens ist es im Late-Game so, dass wir tatsächlich schon genügend Konterschaden haben. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ihr einfach nur die Crit-Maske spielen sollt, sondern dass ihr einfach selber schauen müsst, okay, wie viel Crit-Rate habe ich, wie viel Konterrate habe ich gerade und das Ganze dann eben ausgleicht. Heißt, wenn ihr jetzt schon 110% Konter habt, braucht ihr keine Kontermaske mehr anlegen. Wenn ihr aber jetzt schon 110% Crit habt, braucht ihr natürlich keine Crit-Maske anlegen. Das heißt, da wo ihr weniger habt, nehmt ihr auch die passende Maske dafür. Ansonsten spielen wir hier eben noch den Drachengesang, die magische Box, das Steinaderbuch, die Sternstatue und eben die Blitzhalskette. Wir machen weiter mit den Kampfgeistern. An der Stelle rede ich wieder nur über die pinken Kampfgeister und werde auch nicht jeden einzelnen durchgehen, sondern euch einfach nur grob sagen, welche Kampfgeister ihr wie viel skillen solltet und in welchem Verhältnis das Ganze gehen sollte. Wenn ihr natürlich noch nicht alle pinken Kampfgeister habt, macht euch nichts daraus. Setzt euch das als Ziel, zumindest wisst ihr dann Bescheid, wie ihr da hinkommt. Und dieses Muster könnt ihr natürlich auch auf eure roten Kampfgeister anwenden. Bedeutet also, ihr skillt hier die ersten 4 wirklich mal 40 und die letzten 4 einfach mal 20. Relativ einfaches Schema. Die meisten werden wahrscheinlich nur noch nicht so viele Punkte dafür haben, um das wirklich so auszuskillen. Wenn ihr noch nicht so viele Punkte habt, ist es anders als bei den anderen Klassen, wo man trotzdem schon in diesem Verhältnis hochskillt, dass ihr hier nämlich darauf achtet, dass ihr bis 20 Punkte alles konstant skillt. Heißt also, dass ihr wirklich alle 8 verschiedenen pinken Kampfgeister jeweils zu 20 Punkten skillt. Und wenn ihr überall 20 stehen habt, erst dann skillt ihr die ersten 4 weiterhin hoch. Am besten auch parallel und konstant, dass ihr die ersten 4 dann auf 30 macht, dann auf 35 und dann auf 40. Und zu guter Letzt wollen wir natürlich auch nicht die neue Funktion vergessen, wo es um die fliegenden Pets geht, denn auch diese spielt eine wichtige Rolle für jede einzelne Klasse. Und deswegen hier an der Stelle einfach meine Empfehlung, diese kleine fliegende Honigbiene zu nutzen, denn in meinen Augen ist das mit Abstand das beste Pet für den Schwertkämpfer. Ihr solltet auch unbedingt darauf achten, dass ihr diese Stichworte unbedingt mit dabei habt. Eben Konterreflexion, Superkonterreflexion, verstärkter Grundangriff, Messer in den Rücken, umgekehrte Steuerung und den super Grundangriff. Das sind alles sehr wichtige Stichworte und natürlich ist mir auch klar, dass ihr nicht alle 6 haben könnt, aber ihr solltet unbedingt darauf achten, zumindest 2 oder 3 davon am Start zu haben. Und natürlich gelten da auch die allgemeinen Tipps, dass ihr unbedingt ein bisschen Wert darauf legen solltet, dass euer fliegendes Pet eben einen Wachstumsfaktor von mindestens 1,5 hat, bevor ihr das Ganze wirklich richtig hochlevelt und hochzieht. Das soll es an der Stelle aber schon mit dem Short Guide gewesen sein, sonst wäre es nämlich kein Short Guide mehr. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video wie immer geholfen hat und ich freue mich schon auf eure Kommentare, falls ihr irgendwo Verbesserungsmöglichkeiten habt oder sogar für mich den ein oder anderen Tipp parat haltet. Und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Video.